Jo Leute und willkommen bei einer neuen Folge von Ark Mod World, und in dieser Folge gibt es wieder zwei Mods, weil die nicht so groß sind, aber ich finde, die solltet ihr trotzdem kennen. Auf jeden Fall geht's los nach dem Intro, bis gleich. Der erste Mod ist der Right Able Troder Mod, ist kein großer Mod, wie bereits gesagt, und heute sind ja nur zwei kleine Mods. Und dieser Mod ist insgesamt 5 Mbit groß, das heißt, ihr müsst ja so gut wie gar nicht runterladen, also eigentlich easy zu bekommen. Der Mod kann im Steam Workshop runtergeladen werden, so wie alle anderen Mods, und ist leider halt dann nicht auf PS4 und Xbox One verfügbar. Und ja Leute, jetzt seht ihr mich auch direkt schon auf dem Trodan sitzen. Und denkt euch, ja, der Trodan ist doch viel größer als sonst. Ja natürlich, durch diesen Mod wird nämlich nur diese neue Kreatur hinzugefügt. Den normalen Trodan gibt es weiterhin. Das heißt, ihr könnt den Trodan jetzt reiten, aber nicht den kleinen Trodan. Würde auch richtig dämlich aussehen, vermute ich mal, wenn ihr auf dem kleinen reiten würdet. Auf jeden Fall, dieser Trodan ist einfach die gleiche Version, nur in groß. Wir sehen, er hat auch die Federn, die gleichen Details wie ein normaler Trodan. Und ja, am Anfang gibt es direkt schon ein paar negative Punkte. Und zwar ist es so, dass ihr auf dem Trodan keine Waffe benutzen könnt, wie zum Beispiel im Raptor. Ich finde, das fehlt ein bisschen, das hätte man noch einbauen können. Außerdem ist es so, dass der Trodan relativ langsam ist, dafür, dass er halt wie ein Raptor ist. Also er ist auf jeden Fall langsamer als ein Raptor. Ich habe den jetzt auf 300 Movement Speed und der ist für diese hohe Zeit noch nicht wirklich sehr schnell. Also mit dem sollte man auf jeden Fall nicht lange Strecken reisen. Dafür hat der Trodan aber insgesamt zwei Attacken. Einmal die normale Linksklick-Attacke und einmal die Rechtsklick-Attacke, die quasi so einen Sprung verursacht, wo der dann auch angreift. Der setzt sich nicht auf Gegner drauf wie der Raptor, sondern macht dann nur Schaden. Und springen tut er dann mit Leertaste. Und der Leertastensprung sieht eigentlich genauso aus wie der Rechtsklick-Angriffssprung, also ein bisschen verwirrend, aber er macht halt keinen Schaden. Und wir sehen das Ganze, ich habe jetzt mal Rechtsklick gedrückt und wir machen schon relativ viel Schaden. Und sind halt auch eigentlich schnell genug durch das Movement-Speed, was ich gelevelt habe, den hier zu töten. Also relativ easy sogar. Jetzt gucken wir uns nochmal die beiden im Größenvergleich an. Das ist der kleine Trodon und daneben haben wir dann noch den großen Trodon. Die beiden sehen halt exakt gleich aus, nur halt von der Größe. Ich finde, beim großen sehen die Federn noch viel geiler aus. Also sieht wirklich super nice aus. So, ich habe jetzt mal mehrere hier gespawnt. Wir sehen, die unterscheiden sich wirklich alle im Aussehen. Also die Farbe ist unterschiedlich. So könnt ihr die dann auch in der Natur quasi finden, in der Wildnis, und die dann einfach zähmen. Breeden könnt ihr die natürlich auch. Also sie legen auch normalerweise Eier und halt auch befruchtete Eier. Der nächste Mod ist der Behemoth War Mod Balanced. Und der hat insgesamt 4 Sterne aus Steam, ist wieder auf Steam zu bekommen natürlich. Hat insgesamt 2,5 Mbit Speicherplatz, also wieder ein kleiner Mod. Und dieser Mod fügt halt solche riesigen Metallwände und Steinwände zu, die auch ganz nützlich sein können. Das zeige ich euch gleich nochmal. Und ja, es gibt insgesamt 2 Typen. Einmal den Steinwandtypen, den sehen wir hier. Ist halt auch richtig riesig. Und dann sehen wir noch einmal den Metalltypen. So. Beide sehen halt relativ gleich aus, die eine halt nur aus Stein, die andere aus Metall, ist halt relativ easy zu verstehen. Und diese Wände könnte man auch perfekt zum Baseball verwenden. So, jetzt gucken wir uns die Leben an. Die Steinwand besitzt 20.000 Leben und die Metallwand besitzt auch 20.000 Leben. Also beide gleich Lebensanzahl, nur dass die Metallwand weniger Schaden kassiert. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal in der Praxis an. Ich werde erstmal gucken, wie man den Bereich hier denn gut ablocken könnte und ob das mit diesen Wänden wirklich gut funktioniert. Ach ja Leute, nicht vergessen, ich habe gerade No Collision an, deswegen konnte ich diese eine Steinwand bzw. Metallwand hier vorne in den Stein rein platzieren. Was halt normalerweise nicht gehen würde, das solltet ihr auf jeden Fall auch beachten. Ihr müsst also darauf achten, dass ihr gut baut und darauf achtet, dass es nicht irgendwie in den Stein reingrenzt. Und ja Leute, an sich ist das schon wirklich sehr gut abgeblockt und man könnte jetzt noch ein Tor dazwischen machen. Ich habe jetzt nochmal ausprobiert, wie man die Wände optional besser benutzen könnte. Und wir sehen, ich habe jetzt 3 Wände, quasi 3 Reihen hintereinander gebaut. Und ich muss sagen, das sieht auch echt gut aus. Man könnte auf jeden Fall damit einen Bereich gut ablocken und auch gut schützen. Und dafür, dass diese Wände gar nicht so teuer sind, was ich euch gleich nochmal zeige, ist das schon echt gut zu gebrauchen. So, ich habe jetzt gerade nochmal eine andere Art Baudesign ausprobiert. Und zwar kann man die so bauen, dass es aussieht wie ein Kreis. Das snappt automatisch so. Und dann könntet ihr rein theoretisch in die Mitte eine Base reinbauen. Nun bleibt nur noch die Frage, wie craftet ihr das Ganze, oder wie kommt ihr da ran? Das Ganze könnt ihr im Inventar craften, gebt einfach Behemoth ein und schon findet ihr beides. Einmal Stein und einmal Metall. Stein kostet 450 Holz, Stein und Stroh.
Die Metallwand kostet nur 500 Metall, 140 Polymer und dann 300 Zement. Also relativ kostengünstig. Und ja, Leute, jetzt gucken wir uns nochmal den Vergleich an. Wir sehen einmal das Tor, beziehungsweise der Torrahmen ist wirklich relativ teuer. Ihr müsst ja auch noch das normale Tor dafür machen. Und im Vergleich zur Wand ist das wirklich viel billiger. Also lieber in die Wand investieren, anstatt in den Tor, wenn man irgendwas abzäunen will. Außerdem ist zu beachten, dass ihr die Wände nur abreißen könnt, also nicht aufheben könnt. Achtet also darauf, wie ihr die platziert und ob ihr die richtig platziert. Jo Leute, dann war's das mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, zeigt sie auf jeden Fall euren Freunden oder liked sie auf jeden Fall, damit ich sehe, ob euch das Format auch wirklich gefällt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!